zweite Tenor René Collo, dicht hinter ihm Gisela Schock, Enkelkinder, weitere Angehörige und Freunde. Zu den prominenten Trauergästen gehören auch die Kammersängerin Erika Köth und der Volksschauspieler Willy Milovic. Schock wurde neben seiner Tochter Isolde beigesetzt, die vor 3,5 Jahren starb. Sein Grab wurde mit vielen Kränzen geschmückt und in den folgenden Wochen von vielen Anhängern des Künstlers aus nah und fern besucht. Misery.